Hallo und herzlich willkommen heute aus dem Weingarten. Ich bin unterwegs mit dem neuen Spin und Drift und will euch heute mal erzählen, was es zu dem Rad Neues zu erfahren gibt. Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Daniel von der Bikeschule Rock My Trail. Und heute geht es um diesen Gast. Das neue Propane Spin Drift gibt es jetzt auch in Carbon und das ist, denke ich, die größte Neuerung. Doch wir wollen uns jetzt im Detail angucken, was das neue schicke Gerät für uns bereithält und was die relevanten Updates zum bisherigen Spin Drift sind. Also starten wir beim Rahmenmaterial. Ich habe es gerade schon gesagt, das Rad kommt jetzt tatsächlich auch aus Carbon und das ist die größte Neuerung. Natürlich bleibt sich Propane dem Spin Drift aber auch in der Alu-Version treu. Das heißt, ihr habt jetzt die Wahl zwischen nicht nur Alu, sondern auch Carbon. Der Rahmen wiegt in Carbon 3 Kilo, in Alu 900 Gramm mehr, 3,9 Kilo. Wir haben heute die Carbon-Version dabei und gerade an der Carbon-Version gefällt mir dieses neue Grau extrem gut. Das Schöne ist, dass viele kleine Details nun unter Lack auf dem Rahmen sind und das Rad so extrem hochwertig machen. Das Rad kommt jetzt in drei Laufradgrößen. 27,5 Zoll, wie es bisher gab, Mixed 29 Zoll vorne, 27,5 Zoll hinten und komplett 29 Zoll. Das heißt, ihr könnt die Laufräder je nach Körpergröße oder Vorliebe wählen und so euer Freeride-Bike nach euren Wünschen zusammenstellen. Wir haben heute die Version in 29 Zoll dabei. Was sind also die Änderungen zwischen dem alten Spindrift zu dieser neuen Bude? Nummer 1, Dämpfer ist nach vorne gewandert. Das heißt, dieses schicke Schmuckstück sieht den Taillis, was ihr ja vielleicht schon kennt, was auch dieses Jahr vorgestellt wurde, natürlich jetzt extrem ähnlich. Mein Geschmack, super schick geworden. Weiterhin, Züge sind nach innen gewandert. Das heißt, wir haben jetzt einen clean Look. Züge wandern durch das Innere des Rahmens. Im Tretlagerbereich wurde hier nochmal einige Verbesserungen gegenüber des Taillis getroffen. Ich finde die Zugführung hier ziemlich ideal. Da sind einige gute Detaillösungen dabei. Dann neuer Kettenstrebenschutz. Auch mit Spindrift-Logo, wieder extrem hochwertig. Und hier auch die Möglichkeit, dass der Zug dort nochmal durch die Kettenstrebe verläuft. Dann für die Technik-Nerds unter euch, neues SRAM-Schaltauge. Das heißt, wir haben jetzt hier das standardisierte SRAM-Schaltauge. Seid ihr unterwegs mit eurem Bikepark-Trip mit dem Ding, euch reißt die Schaltung ab, sollte es vielleicht in Zukunft weniger ein Problem sein, ein neues Schaltauge zu bekommen. Ich finde es gut, dass Propane hier auf den neuen Standard setzt. Das Spindrift ist natürlich zum Ballern da. Und wer viel ballert, der muss sein Rad natürlich auch öfter mal pflegen. Und da haben die Jungs bei Propane mitgedacht und dem neuen Spindrift auch die Dirt Shields verpasst. Das heißt, die Lager sind doppelt abgedichtet. Ihr habt so weniger Stress, was die Lagerpflege angeht und auch die Haltbarkeit der Lager wird erhöht. Gut, gucken wir uns jetzt mal an, wie die Front aussieht. Gabel, hier geht die 38er Fox rein und hier geht die neue RockShox Zep rein. 180 oder mit der Zep sogar 190 mm an der Front, heißt, euer Downhill-Rad könnt ihr vielleicht jetzt öfter stehen lassen. Ich finde, die fette Gabel oder die fetten Gabeln passen in das Rad ideal herein, denn die sorgen dafür, dass euch mit dem Rad so schnell bergab nichts mehr auffällt. Die Front ist geklärt. Eine Frage ist immer noch ganz wichtig und zwar, oh, wie schwer ist die Bude? Und ich kann euch sagen, mit Schwalbe Super Tracker Kasse kriegt ihr das Fahrrad ab 15,1 Kilo. Das heißt, mit dem Spin Drift geht es nicht nur im Drift den Berg runter, sondern auch mit ordentlich Spin den Berg hinauf. Wir sind gespannt, wie sich dieses Schmuckstück nun auf den Trail schlägt und zeigen euch das im nächsten Video. Wenn ihr jetzt wissen wollt, wo ihr so ein schickes Spindrift herbekommt, dann solltet ihr auf jeden Fall in die Videobeschreibung gucken. Da haben wir den Link zur Propane-Website. Das Rad bekommt ihr bereits ab 3.200 Euro und könnt natürlich an der einen oder anderen Stelle pimpen, wie es euch gefällt und das Fahrrad so ausstatten, wie ihr möchtet. Was die Lieferzeiten angeht und andere Modelle, könnt ihr euch auf der Website ausgiebig informieren oder bei Propane anrufen. Wir wünschen euch auf jeden Fall viel Spaß mit diesem Rad und sagen bis bald im nächsten Video. Du bist jetzt am Ende des Videos angekommen. Wenn es dir gefallen hat, dann lass uns doch gerne einen Daumen da. Wenn du eine Frage hast, schreib uns einen Kommentar. Fahrtechnikkurse und Reisen, die Termine und alle weiteren Informationen findest du im Link in der Videobeschreibung. Wenn du kein Video mehr verpassen willst, klicke hier oben auf Abonnieren. Dann bist du der Erste, der die neuen Videos direkt angezeigt bekommt. Möchtest du weiterschauen, dann haben wir hier zwei Videoempfehlungen für dich, die auf jeden Fall interessant sein könnten, wenn du dich für das Thema Biken interessierst. Ansonsten bedanken wir uns für dein Reinklicken und freuen uns, wenn du demnächst wieder dabei bist. Bis bald!